Willkommen zu Take 2. Take 2 deswegen, weil durch eigene Unaufmerksamkeit leider die originale Videodatei gelöscht wurde. Deswegen werden wir hier etwas improvisieren müssen. Ich entschuldige mich nochmals für alle Nebengeräusche. Das Headset ist immer noch nicht am Start. Ich arbeite hier weiterhin mit dem vorhandenen Mikrofon. Also solltet ihr Rauschen, Brummen oder sonst was hören, kann das zu einem von den heute üblichen Rasenmähgeräuschen draußen führen oder auch vom Rechnerlüfter oder sonst was. Ich starte hier schon mal die virtuelle Maschine, die wir das letzte Mal erstellt haben. So, da kommt sie. Die Meldung kann man ruhig wegklicken. Ich habe euch übrigens ein kleines Tool hier nochmal mit reingesetzt. Wie ihr dann hier unten seht, seht ihr meine gedrückten Tasten. Was natürlich beim Passwort jetzt natürlich super cool wird. Aber dafür schiebe ich das einfach aus dem Bild. Was auch eigentlich egal ist, weil diese Maschine tatsächlich ausschließlich für die Videoaufnahme gedacht ist. So, dann wollen wir das Maschinenfenster hier ein bisschen in die Mitte bringen. So. Wie ihr seht, funktionieren auch die Extensions, die wir installiert haben. Automatisch wird das Bild der Maschine hier neu skaliert, so dass wir tatsächlich quasi ein Vollbild haben. Kommen wir aber zu heutigen Themen. Fangen wir mal mit dem Terminal öffnen an. Natürlich ist es möglich, das Ganze hier über Anwendungen zu machen. Unter Systemwerkzeuge findet man das Mate Terminal. Wie ihr seht, habe ich das schon farblich angepasst im ersten Video. Ich zeige euch aber eine andere Möglichkeit, das aufzumachen. Und zwar mit Steuerung, Alt und T haben wir ein Terminal. Das können wir beliebig wiederholen. Gerne hier 5 Terminals. 1, 2, 3, 4 und das 5. behalten wir. Was ich hier also gemacht habe, ich bin hier auf Bearbeiten gegangen. Profileinstellungen. Da finden wir zuerst hier einmal die Schrift. Die habe ich fürs Video extra groß gewählt. Monospace Bold sollte man lassen. Monospace sollte man auf jeden Fall lassen. Bold habe ich jetzt eine fette Schrift gewählt, die wahrscheinlich noch besser lesbar ist. In der Größe 20 ist schon fast übertrieben, würde ich normalerweise nie machen. Aber bei einer virtuellen Maschine und für Videoaufzeichnung ist das, glaube ich, in Ordnung. Unter Farben habe ich hier das Standardthema Verwenden ausgemacht und mir eigene Farben ausgewählt für die Hintergrundfarbe, was Schwarzes und was Retromäßiges, also was Bernsteiniges für die Vordergrundfarbe. Die Standardfarbgeschichte sollte man beibehalten, denn die Linux-Konsole kann farbliche Unterscheidungen darstellen, die wir dann auch gleich sehen werden. Die behalten wir bei, wie sie war, und dann ist alles gut. So, dann maximieren wir das Fenster, dann haben wir nur eine ganze Konsole. So, der grafische Bildschirm interessiert uns ein bisschen weniger. Wir haben jetzt Terminal geöffnet, die Einstellung bearbeitet und gespeichert. Ja, und jetzt sitzen wir da. Jetzt blinkt der Cursor vor uns und wir gucken drauf. Was sehen wir denn? Wir sehen hier zuallererst den Benutzernamen. Das ist auf dieser Maschine Demo. Die Maschine heißt VM-Demo. Sieht zwar aus wie eine E-Mail-Adresse, ist tatsächlich auch eine, allerdings keine Internet-E-Mail-Adresse, sondern eine Mail-Adresse für den Mailer-Daemon auf den Rechnern. Man kann sich als User tatsächlich Nachrichten hin und her schicken, wenn das Programm Mail installiert ist. Und das wäre dann schon quasi eine Mail-Adresse für diesen Rechner und diesen Benutzer. Hinter dem Doppelpunkt sehen wir eine Tilde. Diese Tilde bedeutet, dass wir in unserem Home-Verzeichnis sind. Das Dollarzeichen sagt uns, dass wir ein normaler Benutzer sind. Im Gegensatz dazu gibt es als Root, also den administrativen Benutzer, was man nicht machen sollte, machen wir jetzt trotzdem mal kurz, sudo su, um euch das zu zeigen. Und jetzt seht ihr auch das Passwort. So. Jetzt haben wir tatsächlich Root auf der gleichen Maschine und jetzt wird ein ganzes Verzeichnis angezeigt. Home Demo, weil das nicht das eigene Home-Verzeichnis ist. Und im Unterschied dazu sehen wir hier eine Raute. Die Raute bedeutet, dass wir administrativer Benutzer sind, also Administrator, Root, Root, God.
So ungefähr. Das verlassen wir mal ganz schnell. Der nächste Befehl, den ich euch zeige, ist clear. Der löscht einfach das Terminal und wir sind in einem neuen leeren Bildschirm. Ja, jetzt stehen wir trotzdem da. Wir kennen jetzt zwei Befehle, sudo und clear. Wir würden uns aber gerne die Verzeichnisse hier anzeigen lassen. Dafür gibt es den Befehl ls. Wie wir sehen, finden wir nur Ordner. Inzwischen auch einen Ordner namens Demo, den wir gleich löschen. Oh, der ist nicht leer. Dann machen wir das mal so. Habt ihr alles nicht gesehen? Der Demo-Ordner ist natürlich im Zuge der letzten Session auch entstanden. So, nochmal ls, kein Demo-Ordner da. So sehen unsere Standardordner aus. Ich nutze auch gerne einen anderen Befehl, der ll heißt. Da sieht man, es gibt viel mehr Dateien und Ordner in diesem Verzeichnis. Diese sind allerdings versteckt. Und zwar mit einem Punkt davor versehen. Alle Dateienordner, die hier mit einem Punkt davor versehen sind, sind versteckt. Normalerweise nicht sichtbar, wie man hier sieht. LL ist aber nur ein Alias, das können wir feststellen, indem wir type ll eingeben. Type ist im Gegensatz zu DOS nicht das Ausführen des Inhalts der Datei ll, sondern Anzeigen des Typs. Und hier sehen wir, dass das nur ein Alias ist, auf ls, minus alf. Wir können ja ls-l machen und dann werden wir schon sehen, da haben wir schon mal das Listenformat. Wenn wir das Ganze mit f hintersetzen, haben wir auch das Listenformat. Hier gibt es ja tatsächlich keinen großen Unterschied. Wenn wir das Ganze dann aber mit dem a ansetzen, es ist völlig egal, wo wir das A schreiben, dann werden halt alle Dateien aufgezeigt, auch die versteckten. So, wir kennen inzwischen ls. Jetzt möchten wir tatsächlich ein Verzeichnis erstellen. Dafür gab es unter DOS schon mal einen Befehl. Der ist hier nicht anders, vielleicht etwas anders geschrieben. Makedir, mkdir. Und nennen wir uns das mal Demo. Wie wir sehen, ist das Verzeichnis erstellt. Um in das Verzeichnis zu wechseln, geben wir ein cd-demo. Jetzt möchten wir natürlich in dem Verzeichnis ein paar Dateien erstellen. Dateien kann man auf verschiedene Weise unter Linux erstellen. Die einfachste Methode, beziehungsweise die Methode, um eine leere Datei zu erstellen, ist touch. Touch Datei 1. .txt zum Beispiel. Wie wir sehen, gibt es hier die Datei 1.txt. Die Datei ist leer. Das können wir mit dem Kommando cat überprüfen. Cat wie die Katze im Englischen. Datei 1.txt. Völlig leer. Nichts drin. Dann haben wir die Möglichkeit, eine Datei mit dem Echo-Befehl zu erstellen, beziehungsweise mit der Umleitung, das gibt es auch unter DOS. Echo hallo in die Datei hallo.txt. Wenn wir hier jetzt ein cat auf die Datei erstmal überprüfen, ist die Datei überhaupt da? Ja, hallo.txt ist da. Echo nein, cat hallo.txt. Hallo, steht drin, groß geschrieben. Übrigens, ich tippe nicht so schnell. Ich nutze nur die Tab-Taste, wie ihr da unten seht. Und erstellen wir noch eine Datei. Jetzt haben wir das gesehen, dass wir bei dem Echo-Befehl ein größer als Zeichen verwendet haben.
quasi ein Pfeil in Richtung Hallo.txt. Wir haben einen Pfeil verwendet, wir können auch zwei verwenden. Echo du nach Hallo.txt. Wenn wir jetzt ein Cat machen, übrigens Pfeil nach oben, heißt Befehl wiederholen. Jetzt steht da Hallo du. Somit können wir die Datei auch befüllen. Es wäre aber sehr mühsam, das zu tun. Zumindest bei längeren Konfigurationsdateien und so weiter. Man macht das manchmal in Skripten, aber eher nicht an der Konsole selber. Wir können auch jede Bildschirmausgabe in eine Datei umleiten. Zum Beispiel der Befehl ls. Der gibt uns jetzt zwei Dateien. Das Ganze hätten wir gerne in einer Datei. Also machen wir ls. Inhalt.txt. So, wenn wir uns jetzt den Inhalt angucken. Oh, das sind jetzt aber drei Dateien. Inhalt.txt ist auch schon drin. Das liegt daran, dass während der Ausführung von ls, die Dateien zeilenweise zurückgibt. Das heißt, während Datei 1.txt in die Datei Inhalt.txt geschrieben wurde, wurde ja Inhalt.txt erstellt. Und deswegen taucht es auch in der Liste auf. Wir können natürlich, mit cat ist das sehr interessant, können wir uns natürlich den Inhalt aller Dateien anzeigen. Cat Stern. Sieht sehr interessant aus, denn die Datei 1 ist noch leer. Das können wir ändern. Es gibt ein Bearbeitungsprogramm, ein Texteditor, hier auf der Kommandozeile, nennt sich Nano. Ist die deutsche Übersetzung vom Pico. So sieht er aus. Und wie wir sehen, neuer Puffer und Kürzel der Kommandos sehen wir unten, die wir nutzen können. Dieser Pfeil nach oben heißt übrigens Steuerung X. Beendet. Er fragt, ob es Änderungen gibt. Möchten wir nicht speichern. Wir können Nano auch mit einer Datei aufrufen, wie hier Datei 1. Und können diese befüllen. Guten Tag. Dies ist die Testdatei Nummer 1. Jetzt steht sogar was drin. Mit Steuerung X verlassen wir den Editor. Hier werden wir gefragt, ob das gespeichert werden soll. Ja, speichern. Dann fragt er nach Dateinamen, gibt aber schon einen Dateinamen vor. Und zwar den, den wir zuerst gewählt haben. Ja, in die Datei. Wenn wir cat Datei 1 jetzt machen, gibt es uns den Text wieder. Wenn wir cat Stern machen, gibt es uns alle Dateien wieder. Wenn wir zum Beispiel Echo Stern machen, gibt es uns die Dateinamen wieder, die in diesem Verzeichnis vorhanden sind. Auch Verzeichnisse, falls hier welche drin wären. Dann möchte ich euch einen Dateimanager vorstellen. Der heißt Midnight Commander. Jeder, der früher schon mal mit DOS gearbeitet hat, wird sicherlich sich noch an den Norton Commander erinnern. Dem ist das Ganze nachempfunden, wird gestartet mit MC. Das wird auf eurem System noch nicht laufen, weil dieser noch nicht installiert ist. Um den zu installieren, müsst ihr folgenden Befehl eingeben. Sudo, um mit den Systemverwalterrechten zu arbeiten. Apt install MC. So, bei mir sagt er, ist bereits installiert. Wie gesagt, das hatte ich im vorherigen Video bereits installiert. Der Midnight Commander sieht folgendermaßen aus. Zwei Fenster. Mit Tab können wir hier hin und her wechseln. Wir können uns Datei anschauen, indem wir hier die F3 drücken. Übrigens, die Tasten sind hier unten angezeigt. F1, 2, 3 und so weiter. Also die Nummern stehen jeweils für die F-Tasten. Das heißt mit zum Beispiel F7 Neues Verzeichnis. So, mit F8 löschen.
Jetzt steht uns das Ganze hier mal ein bisschen im Weg. Mit F9 können wir das Menü oben auswählen und dann mit den Pfeiltasten navigieren. Hier gibt es allerhand zu finden und zu nutzen. Ich bin mit zweimal Escape da gerade rausgegangen. Mit F10 wird das Ganze beendet. Interessant hier ist aber eine andere Tastenkombination. Die Tastenkombination Steuerung O bringt uns einfach in die Shell zurück. Und wir können wieder in der Shell arbeiten. LS. Und eine Datei kopieren mit cp-Datei 1 nach Datei 2.txt. LS. So, wenn wir jetzt wieder Steuerung O drücken, sind wir im Midnight Commander. Und hier ist auch die Datei 2. Den Inhalt können wir uns anzeigen mit F3. Mit F10 wieder rausgehen. Mit F4 können wir das Ganze bearbeiten. Wenn ihr das erste Mal F4 drückt, wird gefragt, welchen Editor ihr nutzen wollt, weil mehrere installiert sind. Ich empfehle hier den Nano zu nutzen, weil er tatsächlich der einfachste ist. Steht auch bei. So, wir sind aber nicht hier, um uns mit dem Dateimanager zu befassen. Ach ja, mit der Einfügetaste kann man tatsächlich hier mehrere Dateien markieren. Und wenn wir hier ein Verzeichnis haben, Dateien, können wir diese mit der F6-Taste verschieben. Kurze Sache zu versteckten Dateien. Ich hatte das schon angewähnt. Wir können es selber mal machen. Touch. Punkt versteckt. Ist nicht da. Im Midnight Commander wird sie angezeigt. Wie wenn man hier aber sieht, wird sie in etwas anderer Farbe als andere Dateien angezeigt. Das liegt daran, weil das eine versteckte Datei ist. Mit 4 können wir hier sogar was reinschreiben. Ich bin versteckt. So. Überprüfen. Steht drin. Ich habe übrigens F3 gedrückt, wer das nicht gesehen hat. F10 zum Rausgehen. So kann man versteckte Dateien. Jetzt machen wir uns ein Hello World-Skript. Und zwar, da kann ich hier aus dem Commander direkt rausgehen. Machen wir selber. Nano Hello World.sh. Ich wähle .sh, muss ich nicht. Aber ich sehe es gerne, wenn ich Skripte nutze, dass es ein Skript ist. Und die Endung sh steht für Shell. Zuallererst müssen wir der Shell sagen, mit welcher Anwendung dieses Skript zu übersetzen ist. Das machen wir, indem wir einen Kommentar einfügen, der aber mit einem Ausrufezeichen beginnt und an erster Stelle steht. Bin Bash. Binbash ist unsere Shell. Damit weiß die Shell, falls die Datei ausführbar gemacht wird, das zeige ich euch gleich noch, womit es auszuführen ist. Was wir hier machen wollen, ist ein Hello World Skript Echo. Hello World. Und wer es lieber in Deutsch macht, Echo, Hallo Welt. Und damit ist unser Skript fertig. Ja, möchten wir speichern, möchten wir eine SH-Datei speichern. Wir können es bereits starten mit Bash Hello World SH. Da sehen wir Hello World, Hallo Welt. Würden die Datei aber gerne direkt ausführen. Das funktioniert jetzt tatsächlich, weil wir das Skript schon mal gemacht haben, beziehungsweise ich das schon mal gemacht habe. Moment. Ich werde die Datei umbenennen mit MV. MV ist eigentlich, steht für Move, für eine Datei verschieben. Wenn ich jetzt das Hello World Skript, was wir hier haben, Hello World SH, in Hallo Welt
.sh verschiebe, dann benenne ich das eigentlich um. Es ändert sich nur der Dateiname, nicht der Speicherort. Es könnte sich aber auch der Speicherort ändern. Das machen wir gleich. So, jetzt kann ich natürlich Hallo Welt nicht ausführen. Da kann ich noch so oft auf die Tab-Taste drücken, es kommt nichts. Wenn ich selber eingebe Welt.sh, Enter, Befehl nicht gefunden. Und das liegt an den Dateirechten. Wie wir hier vorne sehen können, fängt das hier oben an. Das D steht für Directory. Hier könnten auch andere Sticky Bits und Call stehen. Das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Aber die ersten drei Zeichen sind für den Besitzer deklariert. Der darf hier Read and Write, also lesen und schreiben und sonst nichts. Die Gruppe darf auch nur Read and Write und jeder andere darf diese Datei lesen. Wir möchten aber diese Datei für uns zumindest ausführbar machen. Das machen wir am einfachsten mit chmod plus x, weil ausführbar. Das x steht für ausführbar und damit machen wir Hallo Welt ausführbar. Und wir sehen zwei Sachen. Erstens hat sich die Farbe geändert. Sie ist grün. Und zweitens wurde die Datei ausführbar für uns als Besitzer und für die Gruppe. Für unsere Gruppe. Das ist nicht weiter schlimm. Wir sind hier in der Gruppe Demo. Denn diese heißen in Ubuntu. In Ubuntu kriegt jeder Benutzer seine eigene Gruppe zugewiesen. Jetzt können wir Hallo Welt ausführen. Allerdings nicht einfach so, sondern man muss ihm sagen, hier in diesem Verzeichnis ist Hallo Welt. Der Punkt steht für aktuelles Verzeichnis. Man muss es tatsächlich mit einem Pfad eingeben und schon funktioniert es. Wir möchten diese Datei aber von überall ausführen, sagen wir mal. Es ist ein Skript, was uns weiterbringt und einiges erleichtert. Dafür sollte man sich ein Verzeichnis in seinem eigenen User Directory machen, in seinem Home Directory, nämlich das Verzeichnis namens bin. Bin steht für ausführbare Dateien, dort können auch ausführbare Skripte drin stehen. Bin steht für Binary eigentlich, aber auch Skripte gehören da rein, meiner Meinung nach. Punkt bin, deswegen, weil das Verzeichnis nicht jedem angezeigt werden muss, nicht in jedem Dateimanager. Ich würde es auch verstecken. Ich habe dieses Verzeichnis hier mit make dir .bin bereits angelegt. Das heißt, es wird jetzt nicht funktionieren. Ich kann es ja mal machen. ls-a.bin und da sehen wir, das ist in dem Verzeichnis drin. .b Stern. Gibt es hier zwei Verzeichnisse, bin und bin 2 und ich habe da schon mal ein paar Skripts reingemacht. Deswegen das bin2-Verzeichnis, um einige Skripts auch hier in den Tutorials nutzen zu können. Die aber noch etwas komplex sind und in die wir erst später reinschauen werden. Deswegen das Verzeichnis bin. Damit dieses Verzeichnis auch standardmäßig durchsucht wird, ist die Path-Variable eine Umgebungsvariable, in denen steht, wo der Rechner nach Befehlen suchen soll. Und wie wir sehen hier, sucht er zuerst in Home Demo Bin. Das Verzeichnis gibt es nicht, das mag ich nicht. Dann sucht er in Local Bin, das haben wir auch nicht. Dann sucht er in User Local S Bin, das gibt es tatsächlich. Dort sind ausführbare Dateien von Programmen, genauso wie in Bin, in User sbin, userbin, slash sbin gibt es glaube ich nicht, bin gibt es glaube ich auch nicht, wäre aber eine Möglichkeit. Dann interessanterweise in user games. So, user games bis dahin. So, user local games, in snipbin, home demo .2bin, das habe ich selber eingefügt. Und genauso demo.bin habe ich auch selber eingefügt. Und jetzt zeige ich euch, wo man das einfügt. Es gibt eine Datei, die jedes Mal ausgeführt wird, wenn ihr ein neues Terminalfenster aufmacht. Diese heißt bashrc und sie ist eine versteckte Datei.
Man kann sie ganz normal mit User-Rechten bearbeiten. Sie gehört euch halt, ist in eurem Verzeichnis. Punkt bash erc. Da ist sie. Diese Datei ist recht lang. Da dort sind einige Standardeinstellungen drin, einige Aliases deklariert und so weiter. Das lassen wir alles mal in Ruhe. Nur ganz am Ende tragen wir halt den Pfad, den wir haben wollen, ein. Und zwar Pfad, wie gehabt, ist gleich in Anführungszeichen. Und jetzt muss man die Variable nennen, die Pfad-Variable. Wir wollen ja den bisherigen Pfad behalten, nun was hinten anfügen. Das heißt, wir geben ein Dollarzeichen Pfad, Doppelpunkt, home slash Punkt bin. Home slash Punkt, meine ausführbaren Dateien. Ginge auch, natürlich, klar. Das Verzeichnis sollte existieren und diese Dateien sollten da sein. Wie ihr wisst, haben wir ja in unserem Demo-Verzeichnis die Datei Hallo Welt gemacht. Das ist bereits ein Skript. Das könnten wir jetzt in das Binnenverzeichnis verschieben. So, mv für move. Demo. Hallo Welt. Und das verschiebe uns bitte nach Bin. Wir gucken nochmal, was in Demo drin ist. Ist die Datei weg? Im Bin ist sie da. Wie auch die Datei Hello World vom ersten Mal. Jetzt kann ich in das Verzeichnis Demo wechseln. Jetzt kann ich gerne auch in das Verzeichnis Dateien wechseln. Da haben wir unsere Textdateien. Und kann von hier aus Hallo Welt ausführen. Das wird bei euch nicht funktionieren. Dafür müsstet ihr das Terminal einmal neu starten. Wie gesagt, ich hatte das in der Bash-RC schon vorher eingetragen. Deswegen funktioniert das. Normalerweise bin ich kein Freund davon. Hätte das eigentlich löschen müssen, aber war heute ein bisschen faul. Was haben wir heute gemacht? So. Was haben wir denn gemacht? Wir haben ein Terminal geöffnet. Wir haben die Terminal-Einstellungen bearbeitet. Und ich vertippe mich dauernd. Nein, clear. So, danke. So. Wir haben die Terminal-Einstellungen bearbeitet, insbesondere Schrift und Farben. Wir haben den Befehl ls kennengelernt. Wir haben den Befehl type kennengelernt. Wir haben den Befehl cat kennengelernt. Wir haben Verzeichnisse erstellt, natürlich in diese auch gewechselt. Wir haben Dateien erstellt, und zwar auf verschiedene Möglichkeiten. Mit Touch, mit Echo oder mit Dateiausgabe umwandeln oder direkt mit Nano. Was mich dazu bringt, dass wir Dateien bearbeitet haben, und zwar mit Nano. Wir haben den Dateimanager Midnight Commander kurz gesehen. Wir haben Dateien verschoben mit MV. Wir haben uns über versteckte Dateien kurz unterhalten. Über die Dateirechte ganz kurz. Es ging darum, die Datei ausführbar zu machen. Das Bin-Verzeichnis angelegt, beziehungsweise Dateien in dieses Verzeichnis gelegt. Und die Bash-RC bearbeitet vor allem dort die Path-Variable, indem wir unseren Pfad eingetragen haben, in dem der Interpreter auch nach ausführbaren Dateien suchen soll. Das wäre es dann für heute. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch viel Spaß, und wenn euch das gefallen hat, na, dann schickt mir doch ein Like oder ein Abo, um die nächsten Videos auch nicht zu verpassen. Vielen Dank und bis demnächst, euer Retro.